Meine Lieben, ich bin wieder am Start. Ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Ich war jetzt praktisch einen Monat irgendwie aus dem System rausgeschossen. Einfach aufgrund dessen, weil meine komplette Technik irgendwie zusammengebrochen ist. Erst ging der Router hier nicht, dann musste man neu bestellen. Dann ist mein Telefon kaputt gegangen. Also ich konnte also jetzt keinen Ton mehr aufnehmen, nur noch irgendwie über WhatsApp Nachrichten lesen. Dann habe ich zwischendurch ein anderes Telefon, so ein Ersatztelefon bekommen. Das war so alt, dass das die Dateien der Videos so groß gemacht hat, dass YouTube das gar nicht angenommen hat. Das waren also Monsterdateien. Dann hatte ich zwischendurch ein iPhone. Das hat mir ein Freund geschenkt. Das musste ich dann erstmal reparieren mit einem neuen Akku. Und währenddessen mit dem Wechseln meiner SIM-Karte ist dann auch noch meine SIM-Karte über den Jordan gegangen. Also das sind jetzt nur so oberflächliche Details. Das ging alles noch viel tiefer. Und ich habe dann einfach gesessen und gelacht und gesagt, okay, alles klar, wenn es soweit ist, dann wird sich der Knoten auflösen. Habe dann so einen Schritt nach dem anderen gemacht. Und jetzt habe ich ein neues Telefon, eine neue SIM-Karte, der Router läuft und ich komme auch wieder auf YouTube rein, da konnte ich auch keinen Verifizierungscode empfangen. Ach ja, also von daher habe ich das jetzt einfach mal so als Zwangspause angesehen, was auch gut getan hat. Ich habe viele Leute getroffen und ein paar Rituale gemacht und habe heute schon eine Kambo-Sitzung hinter mir und freue mich sehr. Ich werde für euch auch wieder Dailies machen, das wahrscheinlich erst ab oder nach Halloween irgendwann. Und dann wird hier wieder alles wie gehabt und normal laufen, solange bis Spirit dann sagt, ich muss die nächste Pause einlegen. Ich hoffe, dass es dann beim nächsten Mal nicht so viel mit irgendwelchen Querelen verbunden ist. Ja, meine Lieben, ich habe jetzt hier vorhin schon mal angefangen mit der Mischung. Ich habe jetzt die ersten drei Karten schon mal hier. Wir haben den mentalen Bereich von Divine Masculine und wir haben hier einmal die Karte Nine of Wands. Ja, bei der Nine of Wands geht es darum, also wir sehen jetzt hier so einen jungen Mann, der so, ne, der trägt schon irgendwas mit sich, der muss sich jetzt gerade so ein bisschen ausruhen. Stäbe, die stehen, also praktisch ist das auch so, ne, ausruhen, bevor man wieder aufbricht, bevor man wieder geht. Das ist manchmal so ein bisschen nachdenklich und in sich gehen und ja, mit sich selber beschäftigen. Vielleicht ist es auch die Planung des nächsten Schrittes. Was mache ich als nächstes? Wir haben nämlich dazu die Karte, die nächste kam hier, The Magician, ja, also der Magier. Wir sehen ja jetzt einen jungen Mann, der praktisch seinen Zauberstab ausgepackt hat und mit Feuer, Erde, Wasser und Luft praktisch Magie in die Matrix einfügt. Und der Magier steht auch für Kommunikation. Ja, also ne, der Wunsch nach Kommunikation, nach etwas weitertragen. Natürlich auch, wie gesagt, Manifestation von Wünschen. Vielleicht überlegt die beiden Maskulinen auch, wie gesagt, was ist jetzt mein nächster Schritt? Was möchte ich ganz gerne manifestieren? In welche Richtung soll das Ganze gehen? Und das ist eine sehr spirituelle Zeit. Ja, wir haben nämlich dazu auch die Karte des Hohen Priesters. So, der Hohepriester zeigt einmal praktisch, also das ist eine Ehestandskarte, also kann halt praktisch eine Vermählung anzeigen, die Vermählung anzeigen, die spirituelle Vermählung, ja, dass man mit jemandem spirituell verbunden ist. Ist ja jetzt mit dem, wie wir das jetzt behandeln, bei mir auf dem Kanal, dann ganz oft eben auch der Fall. Dann ist der Hohepriester manchmal auch so ein bisschen konservativ. Ja, so zeigt etwas Konservatives und aber auch, dass der Hohepriester anklopft, um die beiden Maskulinen in die richtige Richtung zu leiten. Wie gesagt, vielleicht müssen die sich jetzt gerade mal kurz erholen von den Querelen des Alltags. Vielleicht müssen jetzt neue Gedankenblitze kommen, neue Eingebungen kommen, was jetzt in der nächsten Zeit ansteht, um das Ganze, wie gesagt, zu manifestieren, auf den Boden runterzuholen und eben auch dem Inneren zu folgen, ja, wo wir hingeleitet werden oder wo die beiden Maskulinen jetzt hingeleitet wird. Ich suche gerade hier ein Deck. Ich hatte das vorhin in der Hand. Ah, hier ist es. Und wir schauen uns jetzt mal an, was über die über die emotionale Ebene kommt. Ja, also nach diesem Luft holen und sich kurz ausruhen, ist, glaube ich, hier sehr viel in der mentalen Ebene bei Divine Masculine unterwegs. Ja, das ist vielleicht auch das Integrieren von verschiedenen magischen Fähigkeiten, die jetzt an die Oberfläche kommen können. Das haben wir emotional. Divine Masculine für Divine Feminine. Ja, yeah, okay. Five of Swords. Ja, hier ist irgendwie Kummer hinterlassen worden.
Ja, also keiner gewinnt oder keiner hat gewonnen. Das ist eher so eine Vergangenheitsenergie. Man sieht also, dass Divine Masculine sich hier irgendwie mit 3 Schwertern vom Schlachtfeld verabschiedet hat. Divine Feminine steht da mit Zweifeln und ja, das hat denen auch wehgetan. Ja, also da ist, muss wohl irgendwie etwas passiert sein, wo man praktisch ja, so ein bisschen sich voneinander entfernt hat. Vielleicht hat es auch mit dem Ego zu tun. Vielleicht ist es auch das, worüber Divine Masculine nachdenkt. Wie kann ich das Ganze jetzt nochmal irgendwie neu auffrischen? Wie kann nicht wieder Magie und ne, das, diese spielerischen Energien und diese tiefe spirituelle Energie ne, aufleuchten lassen, damit die Five of Swords in die Heilung reingehen können. Grundsätzlich wird Divine Feminine hier als die Empress gesehen. Also diese schöne Frau, die im Garten steht, ja, die Feuer, Erde, Wasser und Luft integriert hat, ja, die in ihrer Kraft unterwegs ist als Divine Feminine und auch in ihre Transformation reingegangen ist. Also die fühlen das hier. Ja. Und wir hatten ja vorhin auch diesen Hohepriester, der über die spirituelle Ehe auch spricht. Und ich denke, dass hier so ein ganz tiefes Gefühl da ist. Dass, wie gesagt, vielleicht gab es vorher irgendeinen Trigger, irgendetwas, was passiert ist, wo beide das Schlachtfeld irgendwie räumen mussten und trotz allem ist die Huldigung für Divine Feminine da und wir haben hier durch den Knight of Pentacles den Aufbruch in die Richtung mit einer Offerte, ja, mit einem Date, mit etwas, was auf der 3D-Ebene passiert, mit einem Kontakt durch den Magier, ne, der in die Kommunikation reingeht. Der ist ein bisschen langsam unterwegs, ja, aber das ist nicht schlimm. Also wenn der kommt, wenn der ankommt, dann ist der auch da. Also dann steht er auch mit beiden Beinen auf dem Boden, ja, und läuft halt nicht irgendwie großartig weg, sondern ne, wie gesagt, langsam und gemächlich. Aber der ist, wie gesagt, hier schon auf seinem Pferd, was ein bisschen trottet. Ja. Das ist jetzt also nicht irgendwie so im Feuersturm unterwegs und ne, im rasenden Galopp. Aber es ist halt ein gemächlicher Schritt, ja, eins nach dem anderen. Das haben wir auf der 3D-Ebene. Sehr schön. Also wir haben die Arbeit an sich selber, ja, Eight of Pentacles. Ja, wir sehen hier den jungen Mann, der sich niedergesetzt hat im Schloss oder in seinem Working, wie heißt das denn, Arbeitsplätzchen und etwas studiert, ja, sich etwas genau anguckt, vor allen Dingen auch Pentakel anguckt. Also die Pentakel, die Münzen, das ist etwas, was auf der 3D-Ebene passiert und jetzt nicht irgendwie ne, weit weg ist, sodass man da nicht drankommt, sondern es scheint also recht interessant zu sein. Wir haben den Page of Swords, ja, also ne, wir hatten ja diesen Page, der auf dem Pferdchen unterwegs ist und Page of Swords, also es kommen neue Ideen rein. Vielleicht hat die beiden Maskulinen auch Ideen bekommen oder etwas von Spirit geflüstert bekommen, ja, vom Hohen Priester, vom Magier. Und die setzen sich jetzt dahin und gehen halt in ein tiefes Studium rein, damit diese Ideen, die da über die andere Ebene kommen, verstanden werden und integriert werden können. Ja, und nochmal Page of Pentacles. Also das erklärt jetzt auch, warum die so ein bisschen langsamer sind. Ja, bevor man nicht aussprechen kann, was da passiert oder wie es einem geht oder bevor man das nicht in Worte kleiden kann, ist das ganz schwierig. Ja, sonst hat man da jemanden vor sich stehen, der rumstammelt und irgendwie die Worte nicht zusammenkriegt und gar nicht weiß, was er sagen möchte. Deswegen nur setzen die sich hier hingehen, wie gesagt, in dieses Selbststudium rein, warten, bis diese Formulierung da ist und machen sich eben, wie gesagt, auf diesen Weg, ja, hier ne, immer durch den Knight of Pentacles und The Page of Pentacles. Also das formiert sich etwas, ja, aber die müssen aus dieser Page-Energie rauskommen, damit der Divine Feminine auch das Wasser gereicht werden kann in dieser Hinsicht, okay? Also bleibt einfach milde und ja, verständnisvoll, was das Ganze angeht. Kann sich hier auch um einen jüngeren Divine Masculine handeln übrigens, ja, jemand, der deutlich jünger ist, also jetzt nicht irgendwie so ein Jahr oder zwei, sondern da ist schon ein Altersunterschied da. Ja, die waren feminine geil. Ne? Also hier, die wird als Two of Cups gesehen. Ihr werdet als die Two of Cups gesehen. Hier sind zwei eng ineinander verschlungene Handys wieder häufig. Und das ist Soulmate. Das ist diese Soulmate-Energie durch Raum und Zeit hinweg. Ja, und letzten Endes, wie gesagt, es ist egal, ob man jetzt irgendwie sich auf der 3D-Ebene, also da streben wir natürlich alle hin. Ja, aber wir wissen auch, wie man durch Zeit und Raum wandelt und die fühlen auch diese Energie von
von Divine Feminine, ja, die hier irgendwie im Glanz und Glorie unterwegs ist. Wie gesagt, das ist eine unheimlich süße Energie, das ist dieses Erkennen. Und deswegen sitzen die dann nämlich auch und studieren das Ganze. Und wie gesagt, das kann sein, dass für die einen oder anderen das was komplett Neues ist, dass sie so eine Beziehung noch nie hatten, ja, dass die erstmal irgendwie rausfinden müssen durch dieses Studium, ja, was das bedeutet, was da los ist. Und das ist halt interessant, das hat auch mit Awakening zu tun. Ich weiß, dass viele von uns in diesem Prozess schon lange unterwegs sind, ja, aber manchmal gibt es halt, wie gesagt, ja auch neue Seelen, die irgendwie auf den Plan treten und die dann praktisch angeleitet werden durch das Wissen von denen, die da schon ein bisschen weiter sind. Und das kann halt manchmal mächtig sein. Ja, gerade wenn wir jetzt irgendwie so Magier, Hohepriester-Energie haben, das ist ein Awakening, was stattfindet. Und wie gesagt, das ist halt dieses Integrieren der Energien. Soulmate-Energie finde ich ganz toll, wie Divine Feminine gesehen wird. Das zeigt auch nochmal diesen Divine Feminine Aspekt als diese Kaiserin, die in ihrem Garten unterwegs ist, die im Awakening ist und ganz viel Weisheit auch in sich trägt. Wir haben die Karte die Sonne. Also auch toll. Ja, die Sonne ist eine Partnerschaft. Das zeigt aber auch das innere Kind an. Also ich glaube, die Divine Feminine hat hier ganz, ganz viel an sich gearbeitet. Also ihr dürft auch diese Sonnenkraft genießen und selber auch zu diesem Licht werden. Euch damit verbinden. Ja, die Energien senden damit. Und das ist jetzt richtig cool. Damit die Divine Masculine in diesen King of Pentacles reinkommt. Also Leute, wir hatten jetzt den Pagen of Pentacles, also den Pagen der Münze, den Ritter der Münzen und jetzt den König der Münzen. Und die Divine Feminine sorgt dafür, dass die Divine Masculine hier in diese Energie reinkommt. Die brauchen aber noch ein bisschen. Die müssen erstmal hier noch ihr Studium abschließen in dieser Bibliothek und das eine Buch lesen, das andere Buch lesen, anfangen das Ganze zu manifestieren. Also ich glaube, dass die sich gerade ganz intensiv damit beschäftigen, wie man Dinge manifestiert und auch wie man die Divine Feminine natürlich manifestiert. Ja, und diesen Zauber dann, also nochmal, man kann ja auch gemeinsam zaubern und das passiert am besten, wenn man hier in dieser Tour of Cups Energie unterwegs ist. Ja, durch Raum und Zeit hinweg und ich finde das toll, was hier liegt. Und wie gesagt, Divine Feminine unterstützt Divine Masculine hier in diese Kraft vom King of Pentacles reinzukommen. Und der King of Pentacles, das ist bodenständig, das ist sehr erdig. Das sind auch oft Reiche, ja, also manchmal werden es auch Sugar Daddies genannt, aber das haben wir jetzt in dem Fall nicht, ja, weil die Divine Feminine kann für sich selber sorgen. Aber die wissen, wo der Hase langläuft, die sind gut in Geschäften, die sind gut darin, wie gesagt, die Dinge zu manifestieren und auf den Boden zu holen und eben auch sehr beständig, ja, also einen King of Pentacles zu haben, das ist sehr cool, das ist sehr gut, ja, weil der eben diesen erdigen Aspekt bringt und mit dem, kann man die Dinge angehen. Also die sind auch in der Lage, mal einen Nagel in die Wand zu hauen, ohne dass man da irgendwie ewig warten muss, okay. So, wir schauen jetzt mal, wo habe ich denn das jetzt? Ich habe hier schon mit den Karten gezaubert, deswegen bin ich jetzt hier so ein bisschen auf der Suche nach dem einen Deck. Kleinen Moment. Ihr kennt das ja schon, wenn ich irgendwie ein Deck suche. Ich habe hier irgendwie 30, 40, 50 Decks rumfliegen. Von daher kann das sein, dass das eine sich manchmal unter dem anderen versteckt. So, Divine Masculine, was möchtest du sagen? Das ist süß. Also ich freue mich, dass das bis jetzt so schöne Karten sind. Die sind ja öfters mal ein bisschen schwer belastet bei mir. Was aber auch wichtig ist, dazu macht man ja auch das Tarot, genau das zu sehen, was man nicht sieht oder nicht erkennen kann oder erkennen möchte. Das wird ja immer schöner. Geil. Also die waren Feminine an euch, ja? Oder an oh, da hat's super, ich spreche ab. Das sind ja so tolle Karten. Haltet die Energien hoch, ja, lasst euch nicht runterreißen. Ich möchte jetzt keine Zweifel haben. Ich möchte jetzt nicht, dass man da sitzt und sagt, oh, bin ich jetzt verrückt geworden oder bin ich nicht verrückt geworden? Nein, ihr seid nicht verrückt. Diese Begegnungen sind echt. Ob wir die jetzt irgendwie mit unserer Twin Flame haben, mit Soulmates haben, das geht auch mit Karmischen, kann man auch eine magische Verbindung haben. Das ist letzten Endes egal. Es geht darum, das zu lernen. Und ihr könnt das. Und auch die Divine Masculine kann das auch. Ja? Haltet, wie gesagt, diese Energien hoch. Geht ins Licht rein. Wir waren lange genug im Schatten unterwegs. Wir haben lange genug da irgendwo im Keller unten rumgelungert und uns mit Dämonen und Geistern und der Dunkelheit auseinandergesetzt. Es reicht jetzt. Also es ist jetzt Zeit, dass die Ketten gebrochen werden und dass auch ihr anfangt, die Divine Masculine hier so dahin zu manifestieren, dass sie zum King of Pentacles werden können.
Ja, was sagt Divine Masculine hier? Ich komme mit dem Kelch der Liebe. Ich bin unterwegs und ich bin über die, und ich liebe dieses Geistertarot halt auch so, weil das zeigt auch diese andere Ebene an. Die sind hier die ganze Zeit schon unterwegs. Mit diesem spirituellen Kelch der Liebe, mit dem Neuanfang, der hier kommt. Ja, das ist schon am Horizont, das ist schon da. Und das ist halt cool, ja. Und die müssen halt jetzt noch ein bisschen lernen, in der Materie zu zaubern, aber die können es halt auch, die müssen sich nur erinnern. Es geht nur darum, sich wieder zu erinnern, ja, an das, wo diese ganzen Skills liegen. Und die sind gerade dabei. So, und wie gesagt, also das Ass der Kelche finde ich ganz toll. Das ist, ne, man trinkt aus dem Kelch der Liebe. Das ist eine Offerte mit Liebe, aus Liebe heraus. Wir haben hier die Two of Cups. Geil. Also die fühlen das auch. Ihr werdet so gesehen, die Divine Feminine wird als die Two of Cups gesehen. Ja, und hier ist diese Darstellung auch wieder sehr schön. Ja, diese ätherische Darstellung durch Raum und Zeit hinweg, wo beide zueinander gewandt sind und beide eben aus diesem Kelch trinken. Und das ist eine ganz süße und ganz romantische Stimmung. Ihr wisst selber, dass Past-Life-Energien oder wo auch immer sie herkommen, auch durch Raum und Zeit hinweg, durch mehrere Dimensionen, das ist nicht immer einfach. Ja, aber immer, also bis jetzt sieht das hier richtig gut aus. Und wie gesagt, die fühlen das auch. Ja, die lernen gerade halt, wie gesagt, dieses Laufen. Deswegen setzen die sich nämlich auch hin. Das würde mich nicht wundern, wenn die einen oder anderen entweder irgendwie Dokus gucken, sich irgendwelche magischen Bücher anschaffen und sich wirklich ganz intensiv mit den Dingen auseinandersetzen. Und wir dürfen keinen Vorwurf machen, wenn jemand anfängt damit. Das ist super. Wir müssen eigentlich Applaus und, ne, also Standing Ovations dafür, dass sich jemand damit auseinandersetzt und das lernen möchte. Das ist geil. Ja, und was wir hier noch haben, schaut mal, die Aufwartung neu in der Kelche. Die Divine Feminine ist die Wunscherfüllung. So, ja, und ne, die Divine Feminine sitzt hier und die Divine Masculine kommt, ja, und bittet zum Tanz. Geil, tanz bitte. Tanz mal schön weiter. Ich freue mich sehr. So, wir schauen jetzt mal, was von außen kommt. Entweder als Blockade oder als Begünstigung. Oh, das wird jetzt aber auch echt mal Zeit, ne? Ich muss mal eben abklopfen. Jetzt fliegen mir gleich alle aus der Hand. So. Wir haben, also eine schwere Zeit ist jetzt vorbei, Ten of Swords. Ja, man hat am Boden gelegen, hatte irgendwie 10 Schwerter im Rücken. Das sind oft auch Dinge, die von außen kommen. Ja, also entweder durch Menschen, durch Situationen, durch Dinge, die sehr schwer geworden sind. Aber irgendwie ist man hier auch in die Auferstehung reingegangen. Das kann jetzt an die Divine Feminine gehen, kann auch an die Divine Masculine gehen. Eine schwere Zeit ist jetzt vorbei. Das kann sein, dass das irgendwo noch so am Horizont so ein bisschen nicht lauert, ne, weil beim Lauern, ne, geht es ja darum, dass wieder irgendwie was passieren soll, sondern dass da noch so das Grollen in der Ferne zu hören ist. Dass man hier, wie gesagt, vielleicht noch das eine oder andere verarbeiten soll. Aber grundsätzlich geht es eben, wie gesagt, darum, dass diese schwere Zeit jetzt bald vorbei ist. Ja, wir haben die Karte Tod. Ja, also man ist durch den Tod gegangen. Das kann der Ego-Tod sein. Das kann auch mit einem echten Tod zu tun haben. Ja, vielleicht ist auch jemand irgendwie noch verschieden. Das könnte also auch möglich sein, gerade in dieser Kombination mit diesen Ten of Swords. Ja, das ist, ne, aber wie gesagt, auch Ego-Tod, spiritueller Tod, der damit einhergeht. Und wir haben ja auch gesehen, dass hier diese Auferstehung da ist. Ja, diese, ne, diese Seele, die praktisch nach oben geht. Und das kann natürlich auch Past Life anzeigen. Ja, also ne, über den Tod hinaus, ja. Und ne, dass man sich da versprochen hat, sich wiederzutreffen und sich auch wiedererkennt. Durch was auch immer, sei das ein Blick, sei das ein Kuss, sei das eine Berührung, sei das ein Gespräch, Träume. Das ist eine ganze breite Palette, die damit einhergeht. Und ne, das ist ein Teamwork, das ist miteinander verabredet worden. Ich finde das wunderschön, gerade wie gesagt mit dieser Two of Pentacles Energie. Man hat sich verabredet über den Tod hinaus, ja. Vielleicht gibt es da auch eine Art Trauma, ja, durch diese 10 Schwerter. Vielleicht ist hier tatsächlich jemand auch so ums Leben gekommen, mit 10 Schwertern im Rücken. Ja, das ist bei jedem was anderes. Also von daher, das scheint aber hier irgendwie so eine Art traumatische Erfahrung gewesen zu sein. Lass das los, ja, weil wir sind im Jetzt und Hier und sollen uns auf die Zukunft besinnen. Und wie gesagt, hier ist Teamwork gewesen. Three of Pentacles, das ist eben auch dieses Verabreden, ja, dieses, ne, wir treffen uns wieder, wir werden uns wiedererkennen. Ja, süß.
Und wie gesagt, wenn wir nach Blockaden fragen, kann es eben auch sein, dass hier eine Blockade vorhanden ist oder etwas, worauf man aufmerksam gemacht werden soll, weil das eben außergewöhnliche Beziehungen sind. Ja, das kann man nicht mit einer normalen Beziehung vergleichen. Was nicht heißt, dass normale Beziehungen nicht auch schön sein können, okay? The Spirit. Muss man eben kurz, ja, okay, und so, alles klar. Also, wir haben hier einmal über die höhere Ebene gesagt, schaut bitte, dass, ne, jetzt nochmal, schaut bitte, dass eure Energien hoch bleiben. Gerade jetzt ist das ganz, ganz wichtig. Ja, wir können uns immer wieder darauf konzentrieren, auf Liebeskummer und was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Ob das jetzt mit Divine Masculine ist, mit anderen ist, also ne, die drei der Schwerter sind das hier, zeigen Herzbruch und Liebeskummer an, ja, und auch Eifersucht vor allen Dingen. Lass das los, ja, das hat jetzt momentan da gar nichts zu suchen. Vertraut darauf, dass euer Partner gut für euch ist, dass das ne, jetzt hohe Energien kommen, dass jetzt eine Möglichkeit besteht auf eine Union, ja, die sind auf dem Weg, was das Ganze angeht. Dazu ist es allerdings, wie gesagt, wichtig, dass ihr euch darauf konzentriert, hier nicht wieder so 10er Schwerter heraufzubeschwören etc. und irgendwie mit Eifersucht eventuell sogar dran zu gehen. Wir können diese Partner nicht verlieren. Ja, die sind immer und ewig für uns da, auch wenn wir dann irgendwie mal Kapitel mit anderen haben und so weiter. Das hat alles keine Bewandtnis, wenn wir das große Bild betrachten, okay? Ja, Bewegung kommt hier rein, okay? Und wie gesagt, deswegen ist es ganz wichtig, dass Eifersucht und Herzschmerz ausgemerzt werden. Natürlich dürfen wir uns auch mal damit beschäftigen, das ist auch wichtig, aber nochmal, wir waren jetzt lange im Keller unterwegs, also wirklich irgendwo in der Dunkelheit und viele haben sich da auch verloren. Jetzt wird es wieder Zeit, ins Licht reinzugehen, weil wir sind das Licht, okay? Three of Bows, ja, Fulfillment, also es, ne, hier, kurz schaut mal, wir haben hier diese Kundalini-Energie mit drauf, ja, von diesem Magier, der hier irgendwie am Wegesrand steht und mit seinem Bogen unterwegs ist und ne, man hält Ausschau darauf, dass die Schiffe nach Hause kommen, ja, dass der richtige Zeitpunkt da ist. Das geht aber nicht, wenn man dann hier irgendwie sitzt und sich grämt und ne, sich auf Liebeskummer und Herzschmerz und ne, das alles niederbrennt und so weiter und es blutet, dass man sich darauf konzentriert, sondern jetzt, das ist ein Test, das ist ein Test von Spirit, wie weit habt ihr an euch gearbeitet? Ja, und dieser Test, der kommt jetzt nicht, weil also Spirit weiß eh schon Bescheid. Das ist für uns, um nochmal zu sehen, wie weit bin ich denn überhaupt gekommen? Gibt es da noch etwas, wo ich dran arbeiten soll? Oder bin ich jetzt tatsächlich schon so weit, dass ich sagen kann, okay, let's walk, lass uns tun. Ja, das sind Dinge und Fragen, die einfach da jetzt mit aufkommen. Und ich sage euch, wie gesagt, haltet euch ans Licht und entscheidet euch dafür, ja, weil dann kann sich hier tatsächlich jetzt endlich mal was entwickeln. Ja, bei einigen sind es Tage, bei anderen sind es Wochen, bei anderen Monate, bei anderen Jahre. Das gibt es also durchaus auch, dass man einfach jahrelang neu in diesem Prozess unterwegs ist. Und ja, es wird jetzt langsam mal Zeit. Wir gucken jetzt nochmal so ein bisschen über die andere Ebene, was gesagt werden soll. Lasting Love. Ja, das ist eure wahre Liebe. Das ist eine wahre Liebe. So, und ich glaube, also meiner Erfahrung nach kann man auch mit mehreren Menschen Liebe leben und auch eine wahre Liebe haben. Ja, wir müssen uns nicht immer irgendwie nur darauf konzentrieren, ach, ich kann nur mit meinem Twin zusammen sein. Das ist natürlich toll, ja, weil das sind unsere größten Lehrmeister und es ist eine super tolle Sache. Wir müssen unseren Twins dankbar sein. Man kann aber auch mit anderen eine True-Love-Geschichte erleben. Wir haben so viele Leben hinter uns. Das heißt auch nicht, dass wir immer mit unseren Twins zusammen gewesen sind, sondern es gab bestimmt auch andere Frauen und andere Männer, mit denen man in dieses Kollektiv der Liebe eintreten kann. Da sind noch mehr unterwegs. Ja, das ist unheimlich interessant. Ich gehe gerade selber durch so einen Prozess durch und ich werde euch dann davon berichten, wenn es irgendwie ein bisschen weiter ist, wenn ich da ein bisschen mehr an Informationen rausgeben darf. Im Moment kann ich das noch nicht, aber steigt mal in den Pool der Liebe ein. Okay, und ne, hier ist, wie gesagt, eine Liebe da, die wieder aufgetaucht ist oder wieder auftaucht und mit wahrer Liebe einfach zu tun hat. Hier ist noch eine Karte gefallen, Wedding, Marriage, ja, so eine spirituelle Ehe, die Ehe. Und die Hochzeitsglocken läuten.
So, das muss jetzt natürlich nicht unbedingt jetzt auf der 3D-Ebene sein, aber eine spirituelle Ehe mit jemandem einzugehen, das ist eine unheimlich schöne Sache. Ja, deswegen, da hat Eifersucht dann auch nichts zu suchen, weil das wird von der höheren Warte aus praktisch eingeleitet. Das ist ein Versprechen, was da stattfindet. So, kommt hier noch eine Karte. Der ist gerade ein Loch in der Seele, über den Tod hinaus. Also wir haben hier so ein Skelett mit drin. Das ist also Totenköpfe, Friedhöfe, Skelette etc. Das sind immer so Zeichen, dass etwas in einem früheren Leben stattgefunden hat, was eventuell noch Schmerz mit sich trägt. Ja? Also der Schmerz ist meistens dann nicht so groß wie die Liebe. Aber Schmerz und Liebe, das muss jetzt auch nicht sein, dass man sich gegenseitig was angetan hat, sondern vielleicht ist einfach jemand gestorben, entführt worden, durchlöchert worden etc. Und da gibt es eventuell noch irgendwie so eine Art Trauma, ja, was man bearbeiten soll, wo man hingucken soll, was ganz wichtig ist und was halt so ein Loch in der Seele hinterlassen hat. Vielleicht fühlen die einen oder anderen auch durch die Separation, dass es da, dass man da so ein großes Vermissen hat. Ja, dass das Loch in der Seele in irgendeiner Form da ist und dass nur diese Person das in irgendeiner Form ausheilen kann. Das kann natürlich auch sein. Ja, dass jetzt diese Ergänzung da ist, dass jetzt dieses, dass das gefüllt wird. Deswegen, hier haben wir auch wieder so ein Herz, was blutet. Also, seht mal davon ab, dass es auch andere Verletzungen gibt, die jetzt nicht irgendwie mit einer Third-Party-Energie und mit einer Geliebten oder also diesem Ganzen da zu tun hat, sondern es gibt andere Dinge, die wehgetan haben. Ja, eine Liebe zu verlieren, in einem früheren Leben zum Beispiel, ja, wo so ein Schmerz da gewesen ist, dass man das irgendwie nicht ausgehalten hat. Und es kann sein, dass man diese Schmerzen mitnimmt und das dann so ein bisschen verwechselt irgendwie mit Dingen, die eigentlich gar nicht sind. Ja, also wie gesagt, wir haben hier ganz, ganz tolle, hochschwingende Energien drin. Deswegen ist hier nochmal bewusst werden, die Geister der Vergangenheit einfach mal gehen zu lassen. Guck mal, die stehen hier hinten und die halten Licht parat. Wir haben hier so ein bisschen so eine Pyramide mit drin und so ein keltisches Kreuz und das ist auch nochmal irgendwie so auf alte Zeiten. Und es wird Zeit, die Geister der Vergangenheit gehen zu lassen. Was auch immer einen da quält, was auch immer man da mitgenommen hat, da vielleicht mal ganz bewusst eine Heilung drauf zu legen und zu sagen, ich lasse das jetzt gehen, damit diese hohen Schwingungen eintreten können. Meine Lieben, wir machen jetzt noch mal eine Abschlussbotschaft. Oh, ich freue mich so über diese zwei Kelche, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die fühlen das auch, ja, die kommen mit dem Kelch. Deswegen fühlt ihr das jetzt auch. Oder ihr dürftet das jetzt fühlen. Geht in die Herzensenergien rein, okay? Wir haben, sei authentisch du selbst, das ist auch wichtig, ja, weil wir können gar keine Masken aufsetzen. Also wir versuchen das natürlich immer und man hat das ein oder andere, was man verstecken möchte oder vielleicht auch eine unschöne Seite und so weiter, aber Seelenpartner, die erkennen sich, also die scannen, wir werden so abgescannt und wir können auch zurückscannen, dass Masken aufsetzen da gar nicht irgendwie, das macht keinen Sinn. Und sag echt und ehrlich, wer du bist und was du empfindest. Auch wichtig. Es ist nichts dabei, jemandem zu sagen, ich habe Gefühle für dich. Also wenn wir dann irgendwie zurückgewiesen werden, dann müssen wir damit klarkommen, dann müssen wir diese Wunde ausheilen. Ja, und das kommt meistens irgendwie woanders her. Aus der Kindheit, aus der Jugend, das erste Date hat uns versetzt, das hat früher nicht geklappt und lalala, was wir auch immer dafür für Dinge aus der Vergangenheit haben. Ja, das hat aber meistens gar nichts irgendwie mit der Person zu tun und die wird auch ihren Grund haben. Aber wahre Soulmates können sich gar nicht irgendwie ablehnen. Das einzig Wahre ist die Liebe. Ja, also wende deinen Blick ab vom Problem hin zur Liebe. Das ist jetzt eure Hausaufgabe für die nächste Zeit. Ja, also immer wenn ihr euch erwischt, oh, jetzt bin ich schon wieder hier irgendwie mit dem blutenden Herz verbunden. Verbindet euch mit Sonnenenergien, verbindet euch mit Lichtenergien. Ja, ruft eure Engel herbei, ruft eure guten Geister, macht ein Ritual, macht schamanische Medizin, Meditation, ein bisschen Yoga, gesunde Ernährung. Also dadurch kann man seine Energien einfach nach oben tragen. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, damit man diesen Blick ab vom Problem hin zur Liebe wenden kann.
Das ist ein Prozess. Aber man kriegt auch hin. Achte deine Emotionen, also unterdrücke oder verurteile deine Gefühle nicht. Das wurde vorhin auch gesagt, ja, wenn mal irgendwie Tränen hochkommen oder irgendetwas an die Oberfläche kommt, wir sollen das jetzt nicht irgendwie, ignorieren. Also darum geht es nicht, ja, aber das ist jetzt wichtig, irgendwie zu sagen, okay, ne, ich war im Keller und jetzt geht es wieder nach oben ins Licht rein. Und nehmt eure Emotionen an. Ja, das geht nicht darum, das irgendwie, ja, wie gesagt, wegzuignorieren, zu sagen, ach nee, also ich weine nie und so weiter. Das hat ja dann auch nichts mit authentisch und ehrlich sein zu tun. Wenn die Tränen kommen, lasst sie fließen. Ja, aber jetzt nicht irgendwie für 10 Stunden, sondern einfach für eine gewisse Zeit und versucht dann mal eine Kerze anzumachen und um Heilung zu bitten. So, und du bist stärker, als du glaubst und vertraue deiner inneren Kraft mit der Zahl 11. Ja, also vertraut darauf, dass ihr was könnt. Vertraut darauf, dass ihr liebevoll oder geliebt werdet. Ja, vertraut darauf, dass das, was ihr da empfindet, dass das, was ihr da mitbekommt, dass das echt ist. Ja, und dass ihr da nicht irgendwie, wie gesagt, verrückt seid, sondern, wie gesagt, diese Soulmate-Verbindungen, die laufen halt auf einer ganz anderen Ebene. Und das ist schön, wenn man das dann auch endlich mal irgendwann auf die 3D-Ebene integrieren kann. Und wie wir sehen, arbeitet Divine Masculine gerade daran, in diese Energie von König der Pentakel reinzukommen, was toll ist. Ja, lasst ihn noch ein bisschen in der Bibliothek schmökern, schmökert auch ein bisschen in der Bibliothek oder schlagt ein Buch vor oder was auch immer. Und dann wartet mal gespannt auf das, was jetzt in der nächsten Zeit passiert und genießt bitte diese Verbindung. Genießt es einfach, ja. Gebt euch den Liebesrausch hin. Es gibt nichts Besseres als das. Ich hoffe, ihr konntet was mit dem Reading anfangen. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute und bis ganz bald. Bye, bye.